Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Psycholee. Wir zocken heute wieder eine Runde Fantasy Trainer. Ich habe ja gestern schon den ersten Teil gemacht, nämlich etwas, ein bisschen was erklärt habe, worum es so in der App geht und was man machen kann. In erster Linie habe ich das hier oben erklärt, was das hier alles ist, und Pokémon vorgestellt. Jetzt möchte ich noch weiteres vorstellen. Und zwar, beispielsweise hier oben haben wir einen Bonus. Zum Beispiel Pikachu's Friendship, da kann man sich hier, wenn man sich an den richtigen Zeiten einloggt, unten sieht man zum Beispiel 18 bis 20 Uhr, dann kann man sich Energie holen, in dem Fall Vitalität. Für diese Vitalität kann man hier bei Adventure, kann man zum Beispiel hier die Level machen. Man sieht oben Kostweight 12. Wir machen das etwas anders. Wir haben hier die Pokémon, die ich gerne trainieren möchte. Das wäre in dem Fall dieses hier, Thundorus. Und hier haben wir die Friendship. Da sieht man hier vier Items. Zwei blaue, zwei orangefarbene, also zwei legendäre. Wir nehmen Magnetic Push. Also dieser Pusher. Genau, wenn wir ihn hier unten aus. Dann sehen wir hier das Level, wo der vorkommt. Man sieht My Dropping Items hier unten. Und hier ist er dabei. In dem Fall haben wir jetzt hier oben, werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, 160 Vitalität. Und jetzt werden wir einfach mal hier auf Rate 10 Times klicken und schauen mal, was wir rauskommen. Wir haben zwei bekommen, das ist leider relativ wenig. Man sieht hier auch noch, man bekommt Geld und noch andere Items. Okay. Diese Vitalität können wir dann hier hernehmen und dann erhöht sich hier oben der Friendship-Balken. Je nachdem, welches Level ist, bekommt es auch mehr Stärke dazu. Das ab hier 638.000. Das ist seine momentane Power. Man sieht ja auch die anderen Pokémon. Arceus ist jetzt inzwischen schon auf 1.300.000 raufgekommen, ist relativ hoch. Aber da aus diesen drei Pokémon hier mein sekundäres Team besteht, werde ich die momentan auch trainieren und trainiere ich auch. So, dann wollen wir jetzt mal schauen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Also wir gehen hier oben auf neben Adventure, gehen wir auf Try. Und hier sieht man links Explore, drunter Against und ganz unten Time Limited. Beim Explorer haben wir zum Beispiel hier die Explorers, also die Erkundungen. Ich habe hier schon ein paar gemacht, die sind schon fertig. Dann sieht man hier First Meet, Elite Explorer, Friendship. Da kann man draufklicken auf Receive, seine Pokémon auswählen und auf Go. Die sammeln dann hier gewisse Rewards. Je nachdem, wie gut die Pokémon miteinander harmonieren, kriegt man dann etwas mehr. Wofür diese ganzen Items sind, werde ich euch auch noch gleich zeigen. Jetzt wählen wir erstmal noch die anderen aus. Man sieht auch hier links unten Teambonus. In dem Fall 16%, weil die Pokémon nicht jetzt die besten sind, die miteinander harmonieren. Und Relationship-Bonus ist sozusagen die Freundschaft zwischen den beiden. Also die kommen relativ gut miteinander klar, deshalb 20%. Genau. So, das hätten wir. Man kann ganz unten seht ihr Receivable Tasks. Das sind 3 von 9 momentan noch, weil ich schon insgesamt 6 heute gemacht habe. Insgesamt kann man 9 machen. Man kann rechts auf Change klicken, dann werden andere Angebote angezeigt. Die haben auch gewisse Seltenheitsgrade. So, dann wollte ich euch ja noch zeigen. Man sieht ja hier links diesen Stein hier, diese Steine. Und hier diese Beere, die sehen aus wie Teufelsfrüchte. Wer One Piece kennt, wird wissen, wovon ich rede. Diese Früchte kann man hier links oben, ich gehe nochmal zurück, hier links oben sieht man hier in dem Fall Despotar, Mega Despotar. Denn hier hat man so ein, ja, so ein Pokémon, auf dem man reiten kann sozusagen. Es geht an mit Rhyhorn, danach kommt Cherox, Despotar oder in dem Fall Tyranitar, weil das sind die englischen Begriffe. Dann Latias und letzten Endes Kyogre, aber so weit bin ich noch nicht. Und hier unten sieht man Feed, beziehungsweise Feed All, das sind diese Bären. Da werden wir jetzt auf Feed All klicken und Go. Und dann sieht man hier zweimal, also für jede Beere, die man füttert, kriegt man 60 Erfahrungspunkte. Es kann sein, dass zweimal Crit ist, dann bekommt man natürlich das Doppelte. Oder ein Zehnfach Crit, dann kriegt man anstatt 60 600. Die werden hier alle automatisch gefüttert und über Tyranitar, also unter Tyranitar hier unter dem Namen sieht man eine Leiste. Wenn die voll ist, kommt hier eins dazu. Das sind sozusagen die Level. Tana ist auf Level 34. Es dauert relativ lange. Hier unten hat man noch verschiedene Boni.
zum Beispiel Evolve Stone, jedes Pokémon hat was anderes. Und dadurch kann man zum Beispiel hier physische Attacke erhöhen. Das daneben ist wieder auf Stufe 35 freigeschalten, aber wie gesagt, so weit bin ich leider noch nicht. Genau, dann machen wir weiter. Hier unten die Capsule Toys. Hier habe ich schon 5 gemacht. Man hat jeden Tag 5 frei. Links sieht man so die Awards, die man bekommen kann. Es hilft einem relativ weit am Anfang. Hier haben wir Advanced Capsule Toys. Das hier wird interessant. Man sieht rechts, spend more 24.888 Diamonds will get a rare Pokémon 100%. Come on. Also sprich, wenn man hier jetzt am besten, ich würde euch immer empfehlen, 10-mal zu drehen, wenn ihr genug Diamanten habt. Ich habe jetzt momentan nicht genug. Ich werde vielleicht mal die Tage welche ranholen. Dann habt ihr immer größere Chance, bessere Awards zu bekommen, bessere Belohnungen. Und hier sieht man, legendäre Pokémon, die wahrscheinlicher sind, dass man sie bekommt, können auch in diesen 10er-Spin drin sein. Also man muss jetzt nicht hier die 25.000 ausgeben. Hier unten schaltet man auch nach 48 Stunden einmal frei. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Ja, okay, eine Beere, die kann man, mit der kann man Friendship erhöhen. Also bei manchen Pokémon, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Mal schauen, wen habe ich denn? Bam, bam, bam. Jo. Wir nehmen jetzt einfach mal, keine Ahnung. Genau, hier sieht man Friendship. Man kann die am Anfang immer nur um 10 Level erhöhen. Danach muss man das hier machen. Man braucht hier Smooth Bell, dann kann man es auf Stufe 20, also bis auf 20 erhöhen. Und dann braucht man hier noch ein weiteres, beziehungsweise man kann es dann auf Stufe 10 erhöhen. Dann braucht man die zwei hier, dann kann man es auf Stufe 20 erhöhen und dann braucht man nochmal eine Beere, davon 5. Das ist die, die wir gerade freigeschalten haben. Dann kann man es noch weiter erhöhen auf 30. Und danach ist alles frei, kann man trainieren. Hier unten auf Evolve sehen wir jetzt Friendship, müsste auf 30 kommen. Dann könnten wir es hier unten mega entwickeln lassen. Es sieht schon ganz cool aus, vor allem wer die Pokémon noch aus der ersten Generation oder aus den ersten Generationen kennt, das Goldenen, Silbernen etc. Den freut es natürlich, wenn man sie dann weiterleveln kann, die neuen Entwicklungen sieht. Also es macht schon Spaß, ne? Alles klar, dann gehen wir nochmal auf Trial. Hier gibt es noch Gym Challenge. Das sind hier mehrere, ja, ich sage jetzt mal Türme, das sind sozusagen wie die Arenen. Und da ist immer ein Gymmaster, hier in dem Fall zum Beispiel Faker, links Pontiff und so weiter. Kann man herausfordern und dann bekommt man diese Teile hier. Mit denen kann man seinen Gym-Skill erhöhen, den sehen wir, wenn wir hier unten draufklicken. Und hier kann man zum Beispiel links oben Leben erhöhen, physische Attacke, Special Attack, physische Defense, Special Defense, Geschwindigkeit, Crit und Resilience, also Resistenz. Genau, Safari kann man hier, wie man sieht, hier diese Belohnungen freischalten. Die hier werden zur Fusion hergenommen, damit man viel Stärke bekommt. Collect Crystal ist hier dafür da, damit man Gold bekommt. Layer Hunt, da kannst du immer so ein Pokémon herausfordern. Also das, schauen wir mal, haben wir gerade was? Genau, hier Summon Pass, zum Beispiel Zekrom auf Stufe 14, kann man dann Hunt machen. Die Pokémon kämpfen automatisch dagegen. Es ist, im Grunde sind die Pokémon relativ einfach, wenn man schon ein bisschen weiter ist. Wenn man dieses Pokémon besiegt hat, in dem Fall geht es jetzt schnell, da es nur Stufe 14 war, bekommt man Kristalle. Genau, die sehen wir hier. Kristalle und das hier ist noch eine Medaille. Also die sieht man hier unten unter Badge. Genau, die kann man im Kampf verwenden. Zum Beispiel, ich verwende Blaze Metal, die erhöht hier physischen Angriff, Special Attack, HP, Dodge, Crit, Hit. Also von allem ein bisschen was, immer prozentual. Also das ist ganz gut, vor allem wenn man es auf einem höheren Level hat. Genau, dann hitten wir noch den Monster Myth. Hier momentan gibt es gerade nichts Spannendes. Hier kannst du Pokémon fangen. Das ist ganz cool. Hier oben sieht man auch Weather. Wenn man da draufklickt, sieht man zum Beispiel 13:30 bis 14:30 haben wir einen Schneesturm und 15:07 bis 17:07 ist Light Snow. Ganz unten hier kann man auf Capture Guides gehen. Dort sieht man hier, welche Pokémon bei welchem Wetter zu finden sind. Das ist ganz cool, hier kann man Legendäre fangen. Zum Beispiel hier haben wir einmal Entei und Regirock. Regirock habe ich zum Beispiel, Entei habe ich so bekommen. Cool, man kann hier sogar
anfangen, damit man Meta groß bekommt. Das ist nicht schlecht. Auf die zwei warte ich hier. Die beiden fehlen mir noch. Den Rest habe ich soweit es geht. Aber hierfür braucht man Advanced Tickets. Deswegen auch Advanced Mist. Mist. Oh, schwieriges Wort. Genau, wenn man die hat, kann man das hier. Kann man die Pokémon hier versuchen zu fangen. Bei dem Base Mist. Mist. Mist hört sich so blöd an. Ja, genau. Da gibt es andere Pokémon. Es sind unter anderem auch legendäre hier. Zapdos. Oder weiter unten finden wir auch Lavados. Sind jetzt nicht die besten, aber am Anfang kann man eigentlich alles gut gebrauchen. So, und soweit hierfür. Morgen werden wir Ergänz mal anschauen. Ich werde auch schauen, dass ich mir hier genug aufhebe, dass wir das mal schön testen können. Denn das hier ist der PvP-Teil, sprich, du kämpfst gegen andere von deinem Server, von einem anderen Server. Das werden wir uns morgen anschauen. Time Limited werde ich auch Videos dazu machen. Einmal der World Boss und der Monster Rear. Wann ich die bringe, weiß ich nicht, ob heute, morgen, übermorgen. Schaue ich mal, wie es von der Zeit her passt. Die sind zeitlich bestimmt, wie man hier sieht. Genau, das war es dann erstmal für heute. Ich werde auch die Tage das hier unten erklären, was es da alles gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Euch noch einen schönen Tag und tschüssi.